Zentralsektor Azuka City. Die erste Stadt. Und da werden wir natürlich auch gleich angequatscht von einem Opa. Sieh an, ich kenne dich doch nicht. Bist du neu hier? Oh, muss ich Sorry, wenn ich manchmal so bei den Stimmen ein bisschen hin und her springe, das muss ich erst richtig hinkriegen, wie es am besten geht. Ja, ich habe meinen Digimon gerade bekommen. Okay, dann kämpfe ich jetzt mit dir. Macht nichts, wenn du die Regeln nicht kennst. Wichtig ist dabei, Erfahrung zu sammeln. So, jetzt geht's ab zum ersten Kampf. Okay, wir haben hier eine kleine Leiste mit einer Auswahl. Kampf ist einfach Basic-Angriff. Einfach draufhauen. Technik. Setzt spezielle Techniken ein, die MP verbrauchen. Der MP-Verbrauch wird unten rechts angezeigt. Oben unter dem Energiebalken des einen Demon steht, wie viel MP man noch hat. DV steht für Digivolution. Und hier können wir halt digitieren, wenn wir welche freigeschaltet haben. Marke ist eine kacke Übersetzung, heißt einfach, dass wir Digimon tauschen können im Kampf. Wenn ein roter Punkt neben dem Namen des Digimons ist, heißt es, man kann auch eine DNA-Digitation machen. Ist aber noch nicht der Fall. Items können wir verschiedene Items einsetzen, High-Items, Items, die das Feld beeinflussen und hast du nicht gesehen. Und laufen natürlich nur in wilden Kämpfen. So, setzen wir gleich mal eine formschöne Technik ein. Hot Hands. Mach es fertig, Pokémon. Einschlag und weg. Terkuwagemon, gegen Feuerattacken kannst du nicht viel ausrichten. Und wir haben gewonnen! Ist natürlich eher sozusagen Tutorial-Kampf. Und unsere Digimon bekommen natürlich auch Erfahrungspunkte und können Level aufsteigen. Dieses Level, ihr seht das ja unterhalb des Namens, ist sozusagen das Hauptlevel von dem Digimon an sich. Rechts seht ihr so Leisten, da werden später die Digitationen angezeigt, die ebenfalls eigene Level haben, die aber nicht in Bezug zu dem Hauptlevel stehen. Ist ein bisschen kompliziert, jetzt ohne Beispiel, aber das werdet ihr später dann noch sehen. Gewonnen! Für einen Anfänger bist du ganz gut. Du hast das Potenzial, einmal Worldship zu werden. Das ist mein Traum. Um das zu erreichen, musst du noch viel über Digimon lernen. Vor dem Verlass der Stadt solltest du ins Digimon-Labor gehen. Digimon-Labor. Wird gemacht. Vielen Dank. Hast du überhaupt eine Aktentasche? Was ist das denn? Was ist denn das? So rum. Ah, dann gehst du am besten zum Gelben Kreuzer. Dort lernst du alles Wichtige über den Kampf mit Karten. Geh jetzt, ich verlasse mich auf dich, Kleider. Ja, man kann ja auch mit Karten kämpfen, was ich ziemlich cool finde. Azuka City Digimon Labor. So, von den beiden Damen kann man sich Informationen auf den Satelliten speichern lassen über Digimon, Digitation und Fähigkeiten. Das werde ich jetzt einfach mal auslassen, weil das kann ich auch soweit erklären. So, das ist hier der Professor, der dieses System erfunden hat. Lagersystem oder den PC. Ich bin Dr. Kadomatsu, der Lehrer für Digimon-Forschung. Im Digimon-Labor tauscht und diktierst du Digimon. Willkommen in meinem Labor, was willst du mit deinen Digimon tun? Ich will Patamon ablegen. So, Digimon tauschen. Wenn man jetzt... Man kann mehrere Digimon haben. Also alle Digimon, die man im Pack gesehen hat, kann man sich später noch besorgen, sage ich jetzt mal. Ein Special ist, dass man sich auch Wemon besorgen kann, was nicht in diesen Packs beinhaltet ist. Aber das ist recht... Naja, finde ich recht schwer, aber... Es sind ein paar Voraussetzungen mehr gegeben als bei den anderen Digimon. Ich werde es mir mal später noch ins Team holen, aber das dauert leider ein wenig. So, digitieren. Die Digimon hier. Es ist an sich ganz egal, welches Digimon man sich... Welche Starterpacks man aussucht, welche Digimon man auswählt. Sie können zu allen Digimon werden, die sie möglich sind. Zu jedem Mega-Level, zu jedem Ultra-Level. Und so weiter und so fort. Manche kriegen es leichter hin, als andere zu einem Digimon zu werden, weil da der Digitationsweg einfacher ist. So, das heißt, sie können natürlich sehr viele verschiedene Digitationen haben. Sie können aber nur drei aktiviert haben, mit die man jetzt, so wenn man irgendwo rumläuft, ändern kann. Die anderen muss man immer in den Labors freischalten. Und man kann auch Techniken laden. Das ist meistens erst auf dem Champion-Level so. Die Digimon erlernen auch, ja, wenn sie auf bestimmten Level sind, Attacken. Und wenn sie nochmal auf einem bestimmten Level sind, dann können sie diese auch sozusagen vererben. Ist jetzt ein bisschen falsch, aber sie können... Man kann sie einem anderen
einer anderen Digitation beibringen. Zum Beispiel, Kotomon digitiert jetzt demnächst zu Dinohumon. Da muss man mal kurz gucken, wie der richtige Name von ihm ist. Und dann lernst du irgendeine Attacke. So, und dann kann Kotomon später nochmals was anderem digitieren. Sagen wir jetzt mal Greymon. So, und Dinohumon ist schon auf so einem hohen Level, dass es eine Attacke lernen kann, dass man die Greymon beibringen kann, der noch keine Attacke, keine Spezialattacke an sich hat. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Es wird später auch alles noch gesagt. Und links seht ihr auch verschiedene Werte. Das ist ganz links diese Faust, das ist Angriff, dann kommt Verteidigung. So, das ist jetzt einmal Spirit und Wissen. Spirit ist, glaube ich, für den speziellen Angriff und das Wissen ist für die spezielle Verteidigung und das Speed. Und dieses Sternchen, die stehen für Charisma, glaube ich. Da muss ich sagen, da bin ich mir immer ein bisschen unschlüssig, was der Charisma-Wert genau ausmacht. Ich glaube, je höher das ist, desto eher kämpfen andere Themen gegen dich. Erstmal Kartenkampf und dann später auch richtige Digimon-Kämpfe. Da könnt ihr mich gern korrigieren, weil das ist immer das Ding, bin ich mir immer unsicher, was das heißt. So, und rechts seht ihr verschiedene Elemente. Feuer, Wasser, Eis, Wind, Elektrizität, Dunkelheit. Das andere ist, glaube ich, geil. Ne, das Metall und das andere ist Dunkelheit. So rum. Entschuldigung. Die kann man auch trainieren. Da bin ich mir jetzt auch unsicher. Der dürfte mich auch korrigieren. Also entweder, das nennt man Toleranz, so Feuertoleranz, Wassertoleranz. Wie viel diese Digimon von einem Element abhalten. Hier bei Kotomon ist die Wassertoleranz besonders hoch. Das heißt, Wasserattacken machen ihm nicht so viel aus. Und diese Toleranzen und auch die Werte muss man manchmal bestimmte erreichen, damit die Digimon zu einem bestimmten Digimon digitieren können. Sagt hier, Level 20 muss es sein und einen Angriff von 200 haben. So als grobes Beispiel. Okay, das soweit zum Digimon-Labor. Sagt, weiter unten könnte man sich noch die Digitation ansehen, aber da haben wir bisher keine. Jetzt wollen wir mal aus dem Labor wieder rausgehen. Und uns noch weiter die Stadt angucken und hier noch weitere Basics finden. Sprich will ich mal an hier. Mika. Patermann, warum digitierst du nicht zu Angemon? Na komm, sprech ihn an. Geht nicht, wir können nur im Kampf digitieren. Ja, das ist so. Die Digimon werden dir immer als Rookie hinterherlaufen. Nur im Kampf digitieren sie. Also wenn der Kampf anfängt, sind sie dann schon digitiert, sobald es eingestellt ist. Kann auch passieren, dass sie sozusagen Überraschungsangriffe kommen und sie keine Zeit haben zu digitieren und dann als Rookie dastehen. Muss man immer erst digitieren, wenn es vonnöten ist. So. Gehen wir erstmal ins Inn rein. Ui, das leckt gerade ein bisschen. So, Asuka Inn. Diese Inns sind extrem wichtig. Die Inhaber sind immer Gatomon. Bei denen. Willkommen. Ja. Hier Gatomon Menschen das Inn. Wenn du hier übernachten möchtest, wende dich an uns. Ja, also man kann hier bei denen übernachten und natürlich kostet das Geld. Jedes Digimon wird einzeln berechnet, deswegen ich nur allzu gerne Patamon rausgeschmissen habe, dass ich ja nur für zwei Digimon bezahlen muss. Wenn du hier übernachtest, dann wird das deine Digimon voll aufgeladen. Das eine. Dann haben wir hier Gatomon, der ist zum Speichern da, da werde ich gleich hingehen, wenn ich dann wirklich speichern will. Ich werde erstmal hier alles zeigen und dann speichere ich erstmal ab. So, das hier ist der Item-Shop. Besser gesagt, die Schmiede. Das buckelt das immer die ganze Zeit. So, es gibt immer drei verschiedene Verkaufsstände. Erstmal hier Wizardmon. Wir Wizardmon sind für den Item-Shop zuständig. Willkommen im Item-Shop. So, sie verkaufen einmal diese Powerladung, sozusagen die Tränke in Digimon. Ich mache immer gerne Vergleiche, dass ihr es auch versteht. Wir haben 50 Bit. Bit sind immer die Währung in der Digi-Welt. Dann können wir uns mal 4 Powerladungen ruhig holen. Einmal eine Wiederbelebungsdisk. Das heilt Lähmung im Kampf. Das kann durchaus passieren. Lebensdisk ist sowas wie der Beleber. Wir gefallene Verbünden wiederbeleben. Also wiederbeleben. Geschwindigkeit erhöhen. Leiden im Kampf heilen. Allgemein, das ist was wie ein Hyperheiler. Es gibt einmal Lähmung und Vergiftung. Man kann mit Lähmung und Antidot jeweils das eine
wiederherstellen, also wegmachen und mit Energie beides. Und das ist HP und MP um die Hälfte heilen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe mir immer nur Powerladung gekauft. Diese ganzen anderen Sachen habe ich mir nie angeguckt. Das hätte mir auch so ein Lebensplugin wäre ich gut. So, es gibt auch Powerplugin, das Stärken erhöht. Upsala. Ich merke gerade, ich habe die Tasten ein bisschen falsch eingestellt. Egal. Stoßmesser erhöhen. Ja, das habe ich erzählt, das Stoßmesser ist so ein schwarzer Balken. Auf den komme ich später zurück und dann kläre ich das nochmal im Kampf dann. Denn dann gibt es hier Felder, Feuerfelder und sowas, wo die eigenen Attacken stärker werden, beziehungsweise die Schwächen des Gegners. Ach, keine Ahnung, ich habe die Dinger nie benutzt. Deswegen wird es beeinflusst, das Feld. Jetzt haben wir die Gumamon hier. Dies ist die Pfandleihe. Das ist die Pfandleihe. Worum geht's? Pfandleihe, also die verkaufen so Juwele, Power-Juwele, Geist. Ihr seht das ja. Es erhöht Angriff, Verteidigung, Charisma, Juwel. Ich meine wirklich, es geht darum, wie die Themen dann auf einen reagieren und sowas. Also erhöht alles. Sind natürlich dementsprechend auch sehr teuer. Genau, ach siehste. Wenn man einen Kreis drückt, kann man sich auch das angucken, wie das erhöht wird alles. Was ich sehr gut finde. Blau heißt immer, dass es erhöht wird und rot wäre dann, wenn es niedrig wäre. Da wir aber keins haben, würden wir nichts damit erniedrigen. Ja. Und hier die Gargumon, eigentlich Galgumon heißen sie. Das Trickhaus wird von uns Gargamon. Hier heißen sie noch Gargamon, wer das ist. Hier ist das Zeughaus. Laut Übersetzung. Das Zeughaus, ja, man sieht, es ist ja der Waffenladen sozusagen. Nicht alle Digimon können alle Waffen benutzen. Ich bin Kurzschwert. Es ist wirklich eher für Kotomon geeignet als für einen Renamon. Renamon kann aber dafür schon eher einen Dolch nehmen. Langen Bogen können beide nicht nehmen. Das wäre nämlich zum Beispiel eher was für das Monmon. Also es können hier Angriffe erhöht werden, Verteidigung erhöht werden, alles hier, wenn man genug Geld hat. Das hier werden wir extrem oft sein, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, hier kommen wir noch nicht hin. Einige Items kann man wohl nicht im Laden kaufen, aber Mr. Smith weiß angeblich nichts davon. Ja, das ist so eine kleine Schwarzmarktsache, auf die kommen wir später zurück, weil die uns jetzt noch nicht so möglich ist. Ein bisschen Mund für sich gelabert. Das hier ist genau das Lammkotelett. Das ist ein kleines Lokal. Dies ist das Lammkotelett. Alle kommen her. Sprechen wir sie an. Mr. Lex ist schon wieder aufgebracht. In der echten Welt ist wohl was los. Sprechen wir mal Mr. Lex an. Vergiss meinen Job, vergiss meinen Boss. Der scheint sich gerade zu besaufen, weil es in der realen Welt nicht so gut klappt. Man sieht, es sind nicht nur Kinder unterwegs, sondern auch erwachsene Menschen. Und ich finde immer diese kleinen Gimmicks über diese riesen Orgel und diese ganzen Lichter. Ich finde das richtig geil, wie viel Details und skurrile Sachen es hier in der Digi-Welt gibt. Wie gesagt, die Entwickler für Digimon-Spiele, ist schon in Digimon World 1 so gewesen, die haben richtig Spaß gehabt. So. Ach, ich muss jetzt wieder. Ich hätte bei meinem Lammkotelett ruhig reingehen sollen, damit wir da hinten hinkommen, muss ich da lang gehen. Und ich finde vor allem die Hintergrundmusik bei dem Sim-Spiel immer total cool. So, jetzt sind wir wieder im Inn. Hier unten ist eine Frau. Putzen und Staub wischen. Und ich muss einfach alles selber, was dreckig ist. Sie hat so einen kleinen Putzfimmel. Aber wir gehen jetzt mal in den Untergrundpfad, weil wir woanders hin müssen, aber erstmal holen wir uns was Schönes. Azuka-Kanalisation. Kommen wir nicht weit, sondern nur hier hin und das sind Kisten, wo meistens Items drin sind. Ja, hab 300 Bit. Findet man mal 300 Bit oder Waffen oder Powerladung, findet man alles Mögliche. Könnte ich rein theoretisch gleich nochmal Waffen kaufen gehen. Mit 300. Ja, rein theoretisch für jeden eine Waffe. So, jetzt sind wir hier am anderen Teil von Azuka City. Hier steht ab und zu auch immer so Digimon rum. Auch nach dem Kampf verschwinden die Verletzungen nicht. Wenn du Kapsel verwendest oder schläfst, geht es uns besser. Ja, man kriegt ja so allgemeine Tipps. Ja, alte Leutchen hier.
Wir sind hier, weil wir Digimon werden möchten. Gibt es eine Möglichkeit, Digimon werden... Nochmal. Es gibt eine Möglichkeit, Digimon zu werden? Weißt du wie? Das war gerade so eine Scheißerstellung. Ich möchte nur einmal im Leben ein Digimon sein. Ach, ihr beiden alten Leute, ich kann euch so gut nachvollziehen. Verstehen. Da geht's wieder ins... Nee, in den Frachtturm. Auch hier ist erstmal noch nichts zu holen für uns. Das wird auch erst später wichtig. Und nochmal Entschuldigung, wenn ich mich manchmal verhaspel beim Lesen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich mich immer so gerne verhasple. Jetzt gehen wir eben hier rein. Ins Eldorado. Dies ist das Eldorado, der Sammler. Oh, du bist kein Mitglied, oder? Deine Digimon sehen auch nicht so cool aus. Du kannst kein Mitglied sein. Ja, und dafür ist wahrscheinlich dieser Charisma-Wert einfach da. Denn sobald unsere Digimon cool genug sind, können wir da rein. Und dann kämpfen auch andere Tamer gegen uns. Ich meine, das war so. Gelbe Kreuzer. Hier werden wir jetzt ein wenig über den Kartenkampf lernen. Nicht, wie gesagt, schon total gern mag. Ich finde das so cool, dass es auf einmal diese Kartenkämpfe gibt, die jetzt auch in der TV-Serie Digimon Tamers sehr wichtig sind und einmal die normalen Kämpfe. Daimamon. Hä? Ein neuer Kunde? Dann gebe ich dir eine Aktentasche. Du kannst... Ja, diese Abkürzung macht mich immer kirre. Du kannst 3 Ordner hinein tun, die du gemacht hast. Ordner? Was ist ein Ordner? Ein Ordner ist ein Satz aus 40 Karten, die du wählst. Bis zu 4 identische Karten können in einem Satz sein. Kartensatz? Was macht man damit? Du bist unmöglich. Kartenkampf. Du bekämpfst andere Spieler. Du ziehst Karten, setzt Digimon ins Feld und kämpfst. Schau, da ist gerade ein Kampf im Gange. Ja, natürlich jetzt nicht sichtbar für uns, sondern nur, wie sie erzählen. Bis zu Kalumon. Und bin zuerst dran. Zugphase. Also ziehe ich 6 Karten von meinem Stapel. Toll, ich habe gute Karten. Jetzt Ladephase. Ich lege eine Programmkarte auf. Oh, ich passe. Ich passe auch. Wir haben beide gepasst. Die Ladephase ist also zu Ende. Nun folgt die Beschwörungsphase. Wir zeigen die Karten. Oh, okay. Alle gleichzeitig. Ich habe einen Kenselmon. Ich habe 2 Hawkmon, 2 Agumon und 2 Meramon. Was? Nimmst du mich auf den Arm? Nein, ich habe einen Plan. Der wahre Tamer kämpft mit dem ganzen Stapel. Ja. Verwirrt. Ich setze die Feuerkanone gegen Renamon. Mit Eiskäfer außer Gefecht. Was jetzt? Du hast Eiskäfer. Kann nichts machen, ich passe. Es ist der blaue Ordner, also habe ich 4 Eiskäfer. Okay, ich passe auch. Die Sammelphase ist zu Ende. Also jetzt die Kampfphase. Zählen wir AP und HP für die Digimon zusammen. Ich habe einen Gromon, 18 AP, 20 HP. Ich habe 3 Renamon mit 4 AP, 4 HP, macht 12 HP und 12 HP. Es sind 3 Karten bei 12 AP und 12 HP mit Taumon beschworen. Ja, stimmt. Du hast also 24 AP und HP. Du hast gewonnen. Ja, gewonnen. Erst wenn ich 2 von 3 Kämpfen gewonnen habe, ist es vorbei. Ich werde das jetzt nicht weiter erklären. Ich bin ein Mensch, der sagt Learning by Doing. Das hat mir damals nur so grob geholfen. Ich habe es immer beim Spielen gelernt, wie das funktioniert. Verstehst du? Ist echt spannend. Du schaffst es nicht so schnell, aber... Hier, eine Aktentasche, in die 3 Ordner passen. Ich gebe dir meinen Praxisordner. Wow, danke. Ich tue mein Bestes. Aber ich habe keine Ahnung, worüber die reden. Frag Ken oder Luke, sie erklären es dir. Wenn dein Partner besser wird, kannst du mit allen kämpfen. Ein guter Spieler ist ein guter Tamer. Tamer mit starken Partnern kämpfen sehr viel. Okay, danke für alles, Daimamon. Viel Glück, bis dann. So, ja, das bestätigt doch jetzt meine Theorie. Ich bin doch richtig mit dem den Charakter der Digimon, die Coolness der Digimon. Das Sternchen geplinkert da. Mensch.
Je höher das halt ist, desto eher kämpfen halt die anderen Tempel gegen uns. So, jetzt haben wir... Das ist die Karte Digiwelt Technik, da sortieren. Da kann man die Digimon sortieren. Kartenordner da. Wir haben jetzt so einen Basic-Ordner bekommen, sage ich mal. Kartenalbum. Jetzt haben wir nur... nicht so viele Karten. Naja, egal. Ordner bearbeiten hier. Also man kann drei Ordner haben. Diese Farben sind sozusagen Elementen zugeordnet. Was hier Patamon ist, ein Weiß, was ich jetzt normal einstufe. Daivamon Blau, Wasser, Feuer, Rot oder auch Flug, weil auch oft das mal Flug dabei ist. Das sind einfach so bestimmte Farben, die Digimon eingeordnet. Es gibt auch diese Digiwelt zum Beispiel, denen kann man Koborimon rufen, andere Digimon rufen, Handelsladung. Damit konnte man... Da. Ziehe eine Karte von Fabel und lege eine Karte von der Hand ab. Genau, du kannst eine Karte, wenn du sagst, die brauche ich nicht, lieber eine andere, kann man das einsetzen zum Beispiel. So, kriegt man zwei Agumon aufs Feld und hier... ändert HP, das sind die Heal Points, also wie viel sie aushalten. Und die AP sind die Angriffspoints. Rein theoretisch, wenn die Angriffspoints größer sind als der HP. Also, ich habe höhere AP als gegnerische HP, also habe ich gewonnen. So ungefähr. Also, ich kann jetzt noch nichts großartig machen, weil ich nur diese Karten habe. Bei Divermon können wir uns immer Karten kaufen und bei ihm jetzt hier nicht, weil die viel zu teuer sind. Also, manche Karten, da regst du dich auf, was das für Preise sind. Und ansonsten gewinnen wir Karten, wenn wir gegen andere Tamer kämpfen und wenn wir gegen Karpmon kämpfen, das verliert auch Booster Packs. Wie das geht, das werde ich auch später noch erklären. Erstmal gehe ich jetzt noch mal ein paar Waffen kaufen. Und dann mache ich Aufnahmepause, weil mein Mund schon so fusselig ist jetzt vom ganzen Erklären. Boom, zurück aus. Kaufen 302. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen. Oder ich kaufe bei dir erstmal nur einen Kopfschutz. Wobei das Renamon eher nötig hat. Renamon allgemein. Na, okay, Kotomon hat ja auch schon, ist ja schon Level Up. Das darfst du nicht vergessen. Was nehmen wir da? 40. Also die ganzen Verteidigungssachen sind recht günstig. Lederpanzer. Mit das Beste, glaube ich. Kaufen wir ruhig zwei Stück bei ja. Ausrüsten, ja. Wen ausrüsten? Den und Renamon. Das ist auch schön, dass man direkt ausrüsten kann. Ja, genau. Charisma. Jetzt habe ich es wieder. Ich wusste gerade nicht, wie es ausspricht. Items erhöhen auch den Charisma-Wert. So, erstmal was zum Schützen. Das ist immer ganz wichtig. Waffen holen wir uns dann später. Dann gehen wir jetzt mal bei Gatrumon abspeichern. Ich bin Speicher offiziell Gatrumon. Wenn du speichern willst, wende dich an uns. Zurück auf Matrix Drive. Fertig zum Speichern. Ich bin's putzig. So, speichern. Das kann man. Ja, ich hatte schon mal einen Speicherstand angelegt, aber das war dann noch mit alten Einstellungen alles zum Testen. Das überschreiben wir jetzt einfach, weil ich diese blaue Speicherkarte schön finde. Und wie man sieht, ist da Kotomon abgebildet auf der Speicherkarte. Hätte ich Renamon vorne, wäre da Renamon abgebildet. Finde ich recht lustiges Gimmick, dass gerade das Ding, was vorne ist, auf der Memory-Karte oben abgespeichert, abgebildet ist. So. Kann nicht mehr reden. Nein, 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 nein. Und das Speichern dauert immer sehr lange. Ach ja. Kommen Erinnerungen hoch. Sniff. Man fühlt sich wieder so alt, wenn man diese Spiele aus Kindheitstagen wieder spielt. Ach ja. So, dann hätten wir jetzt hier alles gemacht. Wir haben unsere Aktentasche. Wir haben uns alles erklären lassen. Wir haben uns alles angeguckt. Dann können wir dann... In der nächsten Aufnahme werden wir dann Azuka City verlassen und uns dann ins wilde Abenteuer stürzen. Ich hoffe sehr, ihr freut euch, dass ich wieder ein Digimon-Let's Play mache und ich werde mein Bestes geben, dass es möglichst interessant wird. Kleine Anmerkung noch. Ich
werde sehr oft trainieren müssen wahrscheinlich zwischendurch, was ich nicht aufnehmen werde. Aber ich werde das als Livestream machen. Das meist immer so einen Tag vorher ankündigen. Habe ich mir gedacht, dass ich auch was davon habe, wenn ich da stundenlang rumtrainiere, weil das kann wirklich stundenlang manchmal dauern später. Also, würde ich mal sagen, bis denn dann.